Die Griechenlandhilfen, der Ukraine-Konflikt, die Atomverhandlungen mit dem Iran, Themen gibt es viele, die heute beim Besuch von Frankreichs Präsident Hollande in Berlin zur Sprache gekommen sein dürften. Bundeskanzlerin Merkel empfing ihren Gast mit militärischen Ehren vor dem Kanzleramt. In großer Runde berieten Ressortchefs beider Länder beim sogenannten deutsch-französischen Ministerrat unter anderem über Fragen der Sicherheits-, der Wirtschafts- und der Bildungspolitik. Und in Berlin ist jetzt Ulrich Deppendorf zugeschaltet. Herr Deppendorf, Merkel und Hollande sind ja soeben gemeinsam vor die Medien getreten. Was war denn die zentrale Botschaft bisher? Die zentrale Botschaft war zunächst einmal Dank der Kanzlerin an François Hollande für die große Unterstützung nach dem tragischen Flugzeugunglück in den französischen Alpen. Dann hat die Kanzlerin natürlich gesagt, wir haben uns sehr stark und sehr deutlich unterhalten über die Fragen Libyen, Iran. Wir haben uns weiter natürlich auch über die Wirtschaftsfragen unterhalten. Und wir haben gemeinsam beschlossen, diese Drohne, das hat die Bundeskanzlerin hier gerade noch mal bestätigt auf dieser Pressekonferenz. Wir hören kurz einmal rein. Unsere Verteidigungsminister haben uns über ihre gemeinsamen Aktivitäten berichtet, unter anderem auch über das Projekt der Zusammenarbeit im Blick auf eine neue Generation von Drohnen, zusammen auch mit Italien. Unsere Innen- und Justizminister haben uns um die gemeinsamen Aktivitäten im Kampf gegen illegale Migration berichtet, auch über die Frage, wie wir den Herausforderungen gerecht werden. Also das weitere Thema waren dann eben auch die Fragen der illegalen Einwanderung, der Flüchtlingsproblematik. Und dann hat man sich auch über wirtschaftliche Fragen und Themen unterhalten. Sie haben es gerade gesagt, wirtschaftliche Fragen. Italien, Spanien sind wirtschaftlich offenbar auf einem Weg der Besserung. Frankreich ist das nicht. Wie sehr belastet das deutsch-französische Verhältnis? Ja, das deutsch-französische Verhältnis ist der Motor in Europa. Und mit Sorge guckt man natürlich ein bisschen auf die etwas schlechte wirtschaftliche Lage in Frankreich. Frankreich ist ja das Land, in dem wir bislang am meisten auch exportieren. Diese Rolle könnte Frankreich verlieren, an Großbritannien zum Beispiel und natürlich an die USA und auch die Chinesen. Aber man sieht ja auch, mit Sorge betrachtet man auch, was gerade in Paris passiert. François Hollande hat die Departementswahlen verloren. Sein Ministerpräsident ist deshalb gar nicht hier heute erschienen. Also die Sorge ist schon ganz groß. Deswegen hat man jetzt versucht, neue Projekte anzugehen. Zum Beispiel will man gemeinsam eine Digitalisierungsstrategie für Europa entwickeln und gemeinsame Industrieprojekte machen. Und das war Ulrich Deppendorf aus Berlin. Vielen Dank.